Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich ein Update zur Weichei Power Aktie für euch dabei. Wir gehen kurz und knapp hier auf den Qualitätscheck ein, dann schauen wir uns die brandaktuellsten Infos an, beziehungsweise was hier jetzt aktuell wichtig ist und welche wichtigen Termine hier stattfinden in naher Zukunft, und dann schauen wir uns natürlich hier den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt, und zwar hier jetzt eben mit dem Qualitätscheck. Wir haben hier 13 von 15 Punkte, also die Weicher Power Aktie räumt hier eigentlich richtig ab, und man sieht hier auch links schön in der Grafik die steigenden Umsätze und auch nochmal vom Sprung vom Jahr 19 auf 2020 war auch ein schöner Umsatzsprung, und wie gesagt, auch von den Jahren zuvor ging es ja deutlich nach oben. Sie verdienen gut Geld, kann man sagen, und wir haben ein Umsatzwachstum über 5 Jahre von richtig starken 21% und eine Stabilität des Umsatzwachstums auf 5 Jahre gesehen von über 94%. Die Eigenkapitalrendite ist hier auch sehr beachtlich, die liegt auch bei über 21% und die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei knapp 11%. Die Nettogewinnmarge könnte wirklich besser sein, die ist ja nicht ganz so gut, liegt ja bei 5,11%. Aber ich glaube, dass sie ihr Geschäft weiter ausbauen können. Sie haben hier viele Beteiligungen auch im Wasserstoffsektor. Und da haben sie sich, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Natürlich ist ihr Hauptfokus momentan immer noch die Brennstoffzellen, aber sie haben hier wirklich starke Beteiligungen, wo sie, glaube ich, auf jeden Fall in Zukunft mitverdienen werden. Die Kursstabilität ist hier auch durchaus gegeben bei fast 96%, also auch sehr, sehr stark. Und was hier gut ist, ist natürlich auch mittlerweile schon ein ganz klar gestandenes Unternehmen, die Weichei Power hier. Und wir haben hier nur eine Finanzverschuldung von 16,61%, also recht krisenresistent und somit sehr, sehr stark und daher auch die 13 Punkte hier ganz klar verdient. Und was natürlich als Investor auch immer ganz lukrativ ist, sie zahlen eine Dividende von aktuell fürs Jahr 20 hier angegeben von 1,76%. Und rein wenn man sich hier das Kursumsatzverhältnis anschaut, ist sie sehr, sehr günstig aktuell. Das ist ein Kursumsatzverhältnis von 0,74. Das sieht man nicht häufig sowas. Auch das KGV sehr günstig mit 13,99. Also an sich könnte es momentan wirklich eine sehr günstige Bewertung sein. Und was ist jetzt aktuell wichtig? Es ist jetzt so ein bisschen ruhiger geworden hier um die Weichei Power Aktie. Könnte sich jetzt aber bald ändern. Auch da kommt dann wieder ein Update von mir. Und zwar will hier Weichei Power am 30. April die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 2021 bringen. Ja, und was sind so die aktuellen Prognosen? Die Analysten rechnen hier mit einem Ergebnis von 0,366. Und im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie ungefähr bei 0,29. Das würde jetzt einem möglichen Plus von rund 26% entsprechen. Weiterhin erwarten sie eben hier für Q1 2021 eine Umsatzerlöse von 55,9 ungefähr Milliarden, und im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz noch bei rund 39 Milliarden. Falls das Ganze eintreffen sollte, hätten wir hier ein Plus oder ein Umsatzwachstum von rund 43%, und das wäre wieder ein mega starker Wert, und ich glaube, dann könnte das der Aktie vielleicht so ein bisschen Flügel verleihen. Man muss aber immer vorsichtig sein. Ich halte es immer nicht so viel von so Analysen hier, beziehungsweise von so vorher besprochenen Zielen, aber es ist für die Börse leider trotzdem ganz, ganz wichtig. Viele schauen auf die Analystenhaltungen, und wenn die untertroffen werden, dann schlägt es natürlich erstmal kurzfristig zumindest schlecht im Kurs aus. Andersrum natürlich, wenn es nochmal ein Stückchen besser ausfällt, dann könnte das den Kurs ein bisschen helfen auf jeden Fall. Aber das alles nur eher in kurzfristiger Sicht. Langfristig bin ich hier definitiv von Weichei Power überzeugt. Ja, was ist so ein bisschen das Chartbild? Mitte Februar lag man hier bei 2,88 bei einem neuen Allzeithoch. Seitdem ist eher die Kurstendenz hier ganz klar nach unten, aber es lässt sich so ein bisschen was Positives abgewinnen. Und zwar ist bei Abverkäufen hier im Bereich 2010 bis 2020 aufgrund einer stark charttechnischen Unterstützung ist hier wieder Dynamik nach oben eingekehrt, beziehungsweise hier einfach eine Unterstützung passiert, und ein Abflauten in diesem Bereich, also in dieser Zone, konnte man eben hier bereits Ende Januar schon beobachten. Und genau, und aus Sicht ist es so, dass dieses Jahr ein vielversprechendes Börsenjahr werden könnte. Obwohl hier noch einige Monate natürlich vor uns liegen, ging es an sich schon mit der Weichei Power Aktie um knapp 20% nach oben. Das ist eigentlich sehr, sehr erfreulich. Man ist hier auch über einen ganz wichtigen Break gekommen, hier über die 2-Euro-Marke, und man notiert auch noch weiterhin über der 200-Tage-Linie, was hier im langfristigen Bereich auch sehr, sehr wichtig ist. Da ist man noch knappe 6% drüber, und wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal im Chart an. Heute eigentlich auch wieder nicht viel Bewegung drin, ein kleines Minus von 0,86%. Wir stehen bei 2,08 Euro, eben ganz knapp hier auch über
oder noch über der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 1,99 Euro verläuft. Wir sind aber von der 50-Tage-Linie schon einiges entfernt. Die liegt aktuell im Bereich bei 2,34 Euro. Erst da muss man mittelfristig hier wieder das drüber schaffen, damit hier wirklich ein langfristiger Aufwärtstrend wieder entstehen kann und wir vielleicht wieder neue Allzeithochs sehen können. Wie gesagt, mittel- und langfristig bin ich hier sehr, sehr positiv überzeugt. Ich bin gespannt, ob die Aktie dieses Jahr das Allzeithoch wieder erreichen kann. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, was ihr für die Zukunft denkt. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.